Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir dir den Beruf des Pferdewirts bzw. der Pferdewirtin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Realschulabschluss. Und bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 650 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 700 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 770 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. In dieser Ausbildung gibt es zudem verschiedene Fachrichtungen. Da hätten wir zum einen die Pferdehaltung und der Service, die Pferdezucht, die klassische Reitausbildung, Pferderennen und Spezialreitwesen. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche dann die Versorgung und die Ausbildung der Pferde. Dabei arbeitest du in festen Zeiten und es kann auch eine Wochenendarbeit möglich sein. Deine Einsatzorte sind hier vor allem Reiterhöfe, aber auch Reitschulen. Und was die Fortbildungsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zur Pferdewirtschaftsmeisterin fortbilden zu lassen. Als Pferdewirtin bist du für die Versorgung der Pferde und die Betriebsorganisation zuständig. Deine übrigen Aufgaben hängen dann von deiner gewählten Fachrichtung ab. Im Schwerpunkt Pferdehaltung und Service kümmerst du dich intensiv um die Tiere. Das heißt, du fütterst und pflegst sie, reitest sie und achtest auf ihre Gesundheit. Auch die Kundenberatung steht hier im Vordergrund. In der Fachrichtung Pferdezucht setzt du dich mit den verschiedenen Pferderassen und Zuchtmethoden auseinander. Und du bist von der Paarung bis hin zur Geburt hautnah dabei. Hast du dich für die Fachrichtung klassische Reitausbildung entschieden, bist du für die Grundausbildung der Pferde und der ReiterInnen verantwortlich. Und du übst mit ihnen das Dressurreiten und Springen. Bei der Fachrichtung Pferderennen gibt es die Einsatzgebiete Rennreiten und Trabrennfahren. Du trainierst also die Rennpferde und beurteilst deren Leistung, bereitest sie auf Rennen vor und nimmst mit ihnen an Turnieren teil. Die Einsatzgebiete Westernreiten und Gangreiten findest du im Schwerpunkt Spezialreitwesen. Hier bildest du die Pferde und ReiterInnen in diesen Reitarten aus und bereitest sie auf Wettbewerbe vor. Deine Zwischenprüfung findet in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres statt und deine Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung besteht aus schriftlichen und praktischen Prüfungen. Das Wichtigste für diese Ausbildung ist natürlich, dass du dich schon mit Pferden auskennst und Reiterfahrung mitbringst. Du solltest zu Beginn der Ausbildung also nicht das erste Mal auf einem Pferd sitzen. Besonders für die Reitausbildung ist es von Vorteil, wenn du auch pädagogische Fähigkeiten besitzt und allgemein gut mit anderen Menschen klarkommst. Da du als Pferdewirtin viele Aufgaben übernehmen musst, ist es wichtig, dass du ein sehr organisierter Mensch bist und deinen Tagesablauf gut planen kannst. Auch bei der Pflege des Pferdes musst du auf viele Dinge achten. Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein sind daher Voraussetzungen für diesen Beruf. Wenn du also schon dein ganzes Leben ein echter Pferdefreund bzw. eine Pferdefreundin warst und sehr organisiert und verantwortungsbewusst arbeiten möchtest, solltest du auf jeden Fall die Ausbildung als Pferdewirt bzw. als Pferdewirtin in Erwägung ziehen. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.